Hallo zusammen, heute werde ich euch etwas über Bohr erzählen. Es befindet sich im Periodensystem ganz oben in der Gruppe 3, direkt über Aluminium. Die Geschichte der Anwendung von Bohrverbindungen begann vor mehr als 1000 Jahren im alten China. Damals wurde ein natürliches Mineral namens Borax, auch bekannt als Natriumtetraborat, zum Glasieren von Porzellan verwendet. Später begann man es in Europa zu verwenden, wo man daraus erstmals elementares Bohr gewann. Das reine elementare Bohr sieht aus wie schwarze Partikel. Es wird durch die Zersetzung flüchtiger Bohrverbindungen in einem Strom von Wasserstoff gewonnen. Es handelt sich um das sogenannte kristalline Bohr, das einen sehr hohen Schmelzpunkt, eine geringe chemische Aktivität und die höchste Zugfestigkeit von allen Elementen aufweist. Neben der kristallinen Form kann Bohr auch amorph sein, das heißt, es hat eine andere Form. Diese verschiedenen Formen desselben Elements werden als allotrope Modifikationen bezeichnet. Bohr hat mehr als 10 Allotrope. Die chemischen Eigenschaften von Bohr sind nur wenig erforscht, da es äußerst schwierig ist, seine reine Form zu erhalten. Aber ich werde mein Bestes tun, um euch so viel wie möglich zu zeigen. Da Bohr im Periodensystem zwischen Metallen und Nichtmetallen steht, sollte es theoretisch die Eigenschaft beider Gruppen aufweisen. Zunächst habe ich einfach winzige Stücke von kristallinem Bohr mit einer Gasfackel erhitzt und beobachtet. Wie erwartet ist die Reaktion nicht sehr heftig. Bohr oxidiert an der Luft äußerst widerwillig. Ich musste es zusammen mit einem starken Oxidationsmittel Kaliumchlorat verbrennen, damit das Bohr seine 3 Elektronen abgibt. Schließlich gelang es mir und das Bohr verwandelte sich teilweise in Boroxid, das sofort schmolz. Jetzt hast du also die metallischen Eigenschaften von Bohr gesehen, insbesondere wie es Elektronen abgibt. Außerdem hat Bohr die gleichen Eigenschaften wie seine Kollegen aus der Gruppe 3, also Metalle wie Aluminium oder Gallium. Das kann man zeigen, indem man kristallines Bohr in geschmolzenes Natriumhydroxid gibt. Es ist gut zu sehen, dass dieses Metalloid sofort mit dem geschmolzenen Alkali zu reagieren beginnt und Wasserstoffblasen bildet, die beim Entzünden perfekt brennen. Kommen wir nun zu seinen anderen Eigenschaften. Ich habe Bohr mit einem der aktivsten Metalle, Lithium, gemischt und die Mischung angezündet. Hier können wir sehen, wie Bohr mit Metallen reagiert. Bohr beginnt, dem wehrlosen Lithium Elektronen zu entziehen. So entsteht ein Gemisch aus verschiedenen Bohr- und Lithiumverbindungen. All diese Reaktionen sind jedoch kaum irgendwo anwendbar. Interessanter sind dagegen die Reaktionen von Bohrverbindungen und die dabei entstehenden Produkte. Es gibt zum Beispiel eine Verbindung namens Borsäure. Sie wird üblicherweise als Insektizid verwendet. Sie färbt auch das Feuer schön grün. Außerdem reagiert sie bei hohem Druck und hoher Temperatur mit Ammoniak und bildet eine faszinierende Verbindung, das Bornitrit. Sie kann zur Herstellung von Leuchten und hitzebeständigen Tiegeln verwendet werden. Sie weisen eine gute Temperaturwechselbeständigkeit auf. Außerdem sind sie leicht und können hohe Temperaturen standhalten. Aber es gibt noch mehr. Nimmt man eine andere Verbindung namens Boroxid und mischt sie mit Kohlenstoff, erhält man eine ungewöhnlich harte Verbindung. Borcarbid. Man findet es in verschiedenen Formen, sowohl als Platten als auch als Pulver. Diese Platten können sogar Glas sehr gut zerkratzen. Nach der Rockwell-Skala sind sie vergleichbar mit Wolframcarbid. Borcarbidpulver wird als gutes Schleifmaterial zum Polieren verschiedener Oberflächen verwendet. Die Platten können als Verbundpanzerung verwendet werden. Ich habe einen Versuch unternommen, eine solche improvisierte Rüstung herzustellen. Ich habe Stücke von Borcarbid mit Silikon auf das Papier geklebt. Dann gingen wir auf den Schießstand. Meine Freunde waren froh, bei diesem Experiment helfen zu können. Aber ich war von den Ergebnissen enttäuscht. Selbst eine 9mm Pistole durchschlug eine solche Platte problemlos. Ich schätze, das Gewehr, das wir mitgenommen hatten, würde nicht gebraucht werden. Offenbar ist meine Panzerung eine Attrappe, denn Borcarbidplatten sind ebenfalls sehr hart und spröde, sodass sie mühelos brechen. Kugelsichere Westen bestehen übrigens aus mehreren Kevlar-Schichten und dicken Platten aus Borcarbid. Das Borcarbid dient dazu, das Geschoss zu zerstören und die Energie des Geschosses wird von anderen Materialien aufgezehrt. Alle Experimente auf dem Schießstand wurden von Profis durchgeführt. Versucht das nicht zu wiederholen.
Aber das ist nur Kinderkram im Vergleich zu den tatsächlichen modernen Anwendungen von Bor. Tatsache ist, dass natürliches Bor zwei nicht radioaktive Isotope enthält. Eines davon ist Bor-10. Es absorbiert perfekt thermische Neutronen, ohne schädliche Gammastrahlen zu emittieren. Heutzutage wird diese Eigenschaft des Bors in fast jedem Kernkraftwerk verwendet. Ein Gemisch aus Borsäure und anderen Bor-10-Verbindungen wird für die Herstellung von Steuerstäben verwendet, um die Geschwindigkeit der Kettenreaktionen im Reaktor zu kontrollieren und um sie plötzlich zu stoppen. Die Stäbe können auch aus Stahl mit dem Zusatz von elementarem Bor oder Borkarbid hergestellt werden. Eine weitere interessante Tatsache ist, dass Borsäure nicht nur den nuklearen Zerfall von Uran regulieren, sondern auch gewöhnliche Flammen löschen kann. Einige Matratzen sind mit Borsäure imprägniert, um zu verhindern, dass sie versehentlich durch eine nicht ausgedrückte Zigarette Feuer fangen. Borverbindungen werden auch häufig in Waschmitteln verwendet. Viele Waschmittel enthalten zum Beispiel Natriumperborat. Wenn es auf 60 Grad erhitzt wird, bildet es im Wasser Wasserstoffperoxid, das die Kleidung bleicht. Außerdem ist jeder Chemiker zufällig oder absichtlich schon einmal mit Bor in Berührung gekommen. Allerdings nicht direkt mit dem Element, sondern mit Borsilikatglas. Heutzutage werden fast alle Laborgläser daraus hergestellt. Im Glas wird Natrium durch Bor ersetzt, sodass das Material extrem widerstandsfähig gegen Temperaturschwankungen wird. Solche Gläser haben einen sehr niedrigen Ausdehnungskoeffizienten, der manchmal sogar auf ihnen angegeben ist. Solche Gläser sind resistent gegen einen starken Temperaturabfall. Man kann sie bedenkenlos direkt von einem glühenden Herd auf das Eis stellen. Es wird nicht einmal zerspringen. Interessant ist auch, dass Borverbindungen für die Vitalität vieler Pflanzen und deren Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten notwendig sind. Zusammenfassend kann man sagen, dass Bor ein heimliches, aber entscheidendes Element der heutigen Zeit ist. Ohne Bor wäre es äußerst schwierig, die Kettenreaktion in einem Kernreaktor zu stoppen und weiße T-Shirts zu waschen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, vergesse nicht die wichtigen YouTube-Rituale. Daumen hoch, Kommentar und Benachrichtigung. Und wenn du ein Neuling bist, vergesse nicht, meinen Kanal zu abonnieren. So verpasst du keine neuen und interessanten Dinge mehr.